Servus, Herr Glotzer. Das Drama mit meiner Reifeneintragung ist ja noch nicht so lange her. Trotzdem, ich habe echt mal wieder Bock auf Paragraph 21. Deshalb schauen wir uns heute die Stoßstange vom G-Board an. Nicht vergessen, Couponcode mach's halt 10, gibt's 10% aufs G-Board Sortiment. So kommt's daher, out of the box. Wir haben Befestigungsmaterial, aus Edelstahl. Wir haben Bauteilebeschreibung als Eintragungshilfe für den lieben Herrn vom TÜV und eine Montageanleitung. Ich pack's mal schnell aus, dann schauen wir es uns mal an, das Ding, und dann montieren wir es natürlich. Schnippschnapp, Freunde der Sonne. Habe ich es mal ausgepackt, schauen wir mal. Also das Mittelteil hier ist schwer massiv, das ist quasi 2,5er Blech, das Ganze kommt pulverbeschichtet daher, das sind dann natürlich entsprechend die Seiten. Ich vermute mal, das dürfte die Abschleppöse sein, und hier finde ich auch sehr schön vom G-Bar, da hat er wieder mitgedacht, das ist natürlich die Getriebebelüftung beim Synchro. Sehr schön, dass das auch drin ist. So, es ist so viel wie möglich gekantet. Hier haben wir Schweißnähte. Naja. Da hat man schon mal bessere gesehen. Aber wird halten. Die Muttern hier zweimal angepunktet. Hätten wir jetzt einen dritten und einen vierten auch machen können. Also hätte ich mich persönlich wegen wohler gefühlt dabei und kostet bestimmt jetzt auch nicht die Welt mehr. Wäre vielleicht mal ein Update. Aber wurscht, wird so auch halten. Von außen dafür alles sehr schick, wunderbar. Sehr schön gemacht, schöne Kanten und Rundungen. Eigentlich schon ein bisschen zu schön für so einen robusten Gerätedrecher. Ja, dann schauen wir mal, ob die Einbauanleitung funktioniert. Ich nerv jetzt nicht lange rum. Ich mache das jetzt schnell. Falls es Probleme gibt, werde ich mal berichten. Ich habe es befürchtet. Punkt 1 in der Anleitung: Serienstoßstange demontieren. Naja. Fällt euch was auf? Ne, fällt's nicht, aber weil man so ein Bild nicht sieht, aber ja. Zack. Ist eigentlich irgendwie so der Halter, der untere. Naja. Den müssen wir halt wieder festbrutzeln. Auf der anderen Seite ist er aber gut. So, als nächstes, dann machen wir als nächstes
Nach dem Lösen der Schrauben kann die Stoßstange nach vorne abgezogen werden. Jupp, jupp, kann ich bestätigen. Die Streben der unteren Stoßstangenecken demontieren. Oh, brauche ich die Streben gar nicht. Dann müssen wir es auch nicht festbrutzeln, Alter. Geilo! Ja, dann schrauben wir hier das durch den Halter. Seht ihr das? Da. Stoßstangenträger. Laber, laber, Buchstabensuppen. Ich mach's jetzt schnell. Es ist wirklich nicht schwierig. Es ist wirklich nicht schwierig, ja? Wenn doch, schreibt uns. Wir machen auch das. Scheint zu passen. So? So oder so etwa und auf der anderen Seite nach. Aber ist ja schon wieder drüben. Das wird ja viel zu schnell. Schnell. Mann, ey. Ist das vom Gebart? Das ist vom Gebart. Vom Gebart. Gebart. Oh, 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 das wird ganz schön abgefahren. Oh, oh, oh. Was soll das für ein Abstand sein? Oh, ich habe jetzt einen Meter. Noch Abstand? 67. Was ist da? Bisschen raus. Raus? Uiuiui. Aber du, warte mal. Kann das sein, dass du mit dem ganzen Ding da reinkriegen musst? Weil da drüben siehst du da in der Ecke nämlich einen Halter drunter. Siehst du jetzt dann gleich. Mach ich schon. Siehst du jetzt dann gleich. Mach das doch. Sind wir mal gespannt. So, bitte. Gespannt wie ein Fitscherpfahl. Jetzt kommt nämlich der Clou. Der Clou. War das mein Bier? Ja. Das ist jetzt dein Bier. Prost, Männer, Freitag ist. Hoch die Hände, Wochenende. Boah, nicht. Schwerer als gedacht. Das war doch nicht mehr. Das ist gut. 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 Gut. Wie schaut es bei dir aus? Gut. So auch. Halt, stopp. Kennst du das? Ja. Okay. Vergiss es, die ist schief. Uiuiuiuiui. Schön neijubeln das Ding. Den Schneider haben wir doch. Ach, massig. Ups. Genau, eine Scheibe drunter, oder? Ja. So, hat schon verloren. Ein Scheibchen. Ja, mein Nummernschild. Halt, stopp. Hä? Was ist dein Nummernschild?
Wie soll denn das jetzt ausschauen? Oh shit. Ja, Moment. Na. Na. Nö. Geht die Wanne sowieso nicht mehr raus. Ohne das vordere Blech zu demontieren, geht die Wanne nicht mehr raus. Jetzt hör auf. Das ist aber dann nicht gut. Ja, das stimmt. Also halt mal fest, Pluspunkt schaut echt richtig rattenscharf aus. Minuspunkt? Naja. Ja, man kann nicht alles haben. Fazit des Tages, man kann nicht alles haben. Genauso ist. Wie soll denn jetzt da noch anstatt halt die Nummer Wie? Fragen über Fragen, weißt du was? Trinken wir erstmal schon gleich. Mach das? Nein. Wow. Das wird immer schön, ne? Jetzt. Da mal dein Pflunschen mich. Den kennst du was? Das ist keine Unterfunktion. Lebt der schon wieder das Ding? Ja. Ja, ich stehe ja auch noch nicht, oder? Muss jetzt mitlaufen. Ja, so schaut's aus. Schönes Gerät. Einziger Nachteil, wenn man die Original-Unterbodenschutzwanne verwendet, muss man den Mittelteil von der Stoßstange mal rausschrauben, um die Wanne abzusenken. Jetzt muss man wahrscheinlich nur den Unterbodenvorschutz auch dazu kaufen. Schauen wir mal. Jetzt machen wir noch ein paar Schickimicki-Kleinigkeiten dann so. Die Lichter schwarz und so ein Scheiß, ne? Weißt du, das Schickimicki-Zeug. Ja, nicht vergessen, mach's halt 10% beim G-Bar. Abonnieren, liken, teilen, wenn ihr nichts verpassen wollt, die Klinge drücken. Wir sind raus. Bleibt geil, Leute. Servus. It's another restless night. I can't stop dreaming of you. Always got me in a spin. Yeah, you never make me blue. Thinking about the way you walk, to the way you call my name. Another restless night and you're the one to blame. It always makes me sad to say goodbye at the end of the night. But you'll be on my mind way past the morning light. That's alright, another restless night. Just dreaming about those things you do. Another restless night, another call.